und das 2 Upgrade läuft, wie gesagt. Hydralisken Range Upgrade läuft ebenso, also beide jetzt hier gerade so ein bisschen auf dem Upgrade-Trip und hier vorne soll es die nächste Base geben für Idra, was hier Minigang gleich scoutet mit den Blinkstalkern. Geht's denn los? Der nächste Warp-Pylon wird gestellt. 108 zu 130. Wir schauen nochmal aufs Income. 77 zu 50. Der Unit Count sagt mir, wir haben gerade mal 14 Roaches und 2-3 Hydras auf der Seite von Idra. Das ist nicht wirklich viel gegen das, was hier gerade von Minigun angefetzt kommt. Ein paar ganz nette Forcefields kommen. Guardian Shield ist gezündet. Die Roaches hier fast komplett ausgesperrt. Und jetzt geht's hier nochmal drauf. Die ersten Probes werden gezogen aus der Eco-Line, um halt hier die Stalker anzugreifen. Aber guckt euch an, wie er hier mit dem Forcefield arbeitet. Richtig stark. Nächstes Guardian Shield geht rein. Momentan keine Forcefields mehr möglich. Oder wo hat er denn die noch hergezaubert? Ich sehe hier nur eine Sentry, zwei Sentries und die haben keine Energie mehr. Na, jetzt haben wir keine Energie mehr. Und der Idra halt hier mit der Macht der Zergs einfach mal eben die Wohnnutz rausgepumpt. Geht es jetzt hier gegen die Blinkstalker, die hier noch ganz gut gemicrot werden von Minigun. Aber der muss sich jetzt hier zurückziehen. Aber Idra halt hier wieder sehr viele Worker verloren. Wir gucken mal, 38 zu 2 jetzt der Worker Killcount. Idra jetzt hier eben auf dem Vormarsch. Nächster DT ist dabei, keine Vision. Nächster Overseer wird gemorpht und diese Hedge hier wird down gehen. Oben haben wir hier oben währenddessen nichts verpasst, kein Run-By, kein gar nichts. Und hier unten hat jetzt wieder die Tees mit zwischen und kein Overseer am Start. Wo ist der Overseer? Da kommt er. Aber unfassbar krass, ich habe schon erst wieder gedacht, er verliert hier diese Base, aber das ist halt die Stärke der Zergs. Da kommt der Push vom Gegner, du hast die Lava, du klopfst die Units raus und dann geht's abwärts für den Gegner. Also dann in die andere Richtung. Sozusagen. 130 zu knappe 100. Wir haben es jetzt hier vor den Upgrades. 1-0 Upgrades auf der Seite von Minigun. 2-0 auf der Seite von Idra. Das 2-1er kommt. Weitere Probes werden wieder gepumpt, sowie Hydralisken. Und jetzt gibt's hier was? Jetzt gibt's nochmal einen Spinecrawler dazu. Map Control hier. Formidable, würde ich sagen, von Idra. Der hat hier überall die Overlord stehen. Überall ist hier was. Und Minigun will hier exen, kann aber nicht. Der Overlord hier alles voll gekackt. Auch hier und da alles voll. Jetzt geht's hier unten wieder los mit den Stalkern. Und ein Changeling noch mit dabei von Idra, der weiß also Bescheid. Aha, da ist mein Gegner. Und jetzt kommt er hier mit den Roaches, da kommen die Hydralisken. Ja, Minigun kriegt es auch irgendwie einfach nicht mit. 180 zu knapp 130 jetzt der Supply Count. Und wir schauen auch nochmal ganz kurz auf den Worker Count. 68, 66, aber Idra halt jetzt hier immer noch auf drei Bases und Mini auf zwei. Und jetzt geht's hier weiter mit den Stalkern rein in die dritte Expansion. Ich meine, die dritte Base, zweite Expansion von... ihr drei, ich bin schon wieder total durcheinander gekommen hier gerade, meine Fresse. Und der Changeling einfach hier immer noch am Mitlaufen, der kriegt es aber auch irgendwie nicht mit. Und jetzt gibt es hier oben einen kleinen Roach Drop in die Mineral Line von Minigun. Und somit kann Idra jetzt mal ein paar Worker killen, auch immerhin jetzt schon 20, aber 46 schon gekillt auf Seiten von Minigun, der jetzt hier sich das... Changelings entledigt hat, der bleibt einfach mal hier vorne, stellt keinen Bock mehr. Nee, ich habe alles gesehen, ich hau jetzt ab. Und Idra 170 gegen 100 von Minigun. Ich denke, das könnte jetzt die gleiche Wende schon das Ende sein. Er treibt ihn jetzt hier in seine Natural zurück. Da steht zwar eine Kanone, aber mein Gott, das kann doch nicht rein. Ein paar Stalker werden hier noch reingeworfen, aber guckt euch einfach an hier. Mucho DPS, der Stalker, der Hydralisken hier mit ihrem 2-0 Upgrade. Sie hauen natürlich super rein. Da nützt auch das beste Blinkstalker Micro nichts mehr. Es ist einfach zu wenig. 170 gegen 70. Mehr als das doppelte Unsupply hier von Idra. Und da kommt das GG. GG. Obwohl hier nochmal ein Nexus gesetzt wurde von dem Mini. Ach, schade, schade, Pupade. Oh, da ist die Tür zugeklappt. Da war das Spiel gerade so auf dem Höhepunkt. Und dann, bumm, fällt es gleich wieder ab. Spiel vorbei. Ich dachte, da könnte vielleicht noch was kommen. Kleines Schlückchen nochmal genommen hier aus meinem kleinen Gläschen mit Zitronenkrümeltee. Ja, aber das ist mir immer noch ein Rätsel hier, warum er hier zwei Twilight Councils gebaut hat. Robobay wäre noch unterwegs gewesen für Colossi. Ja, schade, hat eigentlich ganz gut angefangen hier, aber dann hat es sich halt ausgezahlt durch oder von oder für Idra, dass er hier so früh schon die dritte gestellt hat, bei Minute 6 schon. Hätte auch nach hinten losgehen können, aber Minigun hat es lange, lange nicht gescoutet und entsprechend hatte halt Idra hier den krassen Vorteil. Und ja, harassed haben sie sich beide dann ganz gut. Minigun halt 46 Worker, Idra halt 20 mit dem kleinen Roach Drop, den er dann da gespielt hat. Und ja, er hat das Spiel gewonnen.
Wir gucken auch mal am Ende. Julius Lost 10 zu 13, APM 170 zu 150. Und ja, weitere 20 Roaches, 18 Stück, wären im Bau gewesen für Edra. Nächstes Upgrade war kurz vor der Fertigstellung. Also das sah hier ganz klar und eindeutig nach einem Edra-Sieg aus, denn ja, wie gesagt, die frühe dritte, plus halt eventuell hier der kleine Fail von Minigun, wie gesagt. Zwei Twilights. Sieht man nicht allzu Tage. Double oder Dual Core, das passiert schon mal, aber Double Twilight. Okay. Naja, wie gesagt, schönes Spielchen. Habe ich mal rausgesucht aus der Replay-Kiste. Ich habe das Spiel vorher selbst nicht gesehen, wie gesagt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war ein kurzes, knackiges, spannendes Spiel. Und guckt euch Alf an, da habt ihr eine vernünftige Serie. Und ja, klopft euch rein, aber nicht zu doll. Adieu, auf Wiedersehen. Und ihr wisst ja, hier Facebook, I like, hier YouTube-Abo, Freitag Craft Cup und Samstag Community Placement Action. Diese Woche jedenfalls, in der ich dieses Replay hochlade. Nicht in der Woche da drauf. Was da ist, weiß ich nicht. Vielleicht kommt da was ganz anderes. Und diese Woche auf jeden Fall Craft Cup nochmal. Und die Community Placement Action mit euch am Samstag. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Morgen Close Combat mit Mori. Klopft's euch rein. Und Chantre.